Hallo, hallo, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und ich hoffe, ihr habt Bock auf das Thema Geld, auf das Thema Budgetplanung und Co. Ich habe mir nämlich dieses Schätzchen hier gekauft und werde euch gleich zeigen, wie ich mein Geld da einsortiere und wie ich mich mit dem ganzen Thema erstmal so anfreunde oder wie reinkomme. Ich habe nämlich beschlossen, das, und das habe ich in einem Futual oder irgendwann habe ich das neulich gesagt, dass ich anfangen möchte mit dem Thema Budgetplanung, mit Cash Stuffing. Was bedeutet, dass man sein Geld als Bargeld abhebt in einer gewissen Stückelung und dass man das Geld dann in so einem Binder auf so verschiedene Kategorien aufteilt. Lebensmittel, Drogerie, Tanken, Make-up, Fitness, keine Ahnung, sowas. Und da gibt es verschiedene Modelle, es gibt auch Wochenmodelle, dass man pro Woche sich eine Summe einteilt und so weiter. Und es gibt aber auch nach Kategorien, wie ich gerade sagte. Und da habe ich irgendwie richtig Bock drauf. Ich bin da total angefixt seit ein paar Tagen und möchte das mal ausprobieren. Warum möchte ich das? Weil ich einen besseren Überblick über meine Ausgaben haben möchte. Definitiv. Ich habe nämlich das Gefühl, dass ich sehr oft einkaufen gehe. Also ich gehe sehr oft einkaufen in Lebensmittelgeschäften und hier mal rein und da mal rein und da noch mal ein bisschen. Und dieses immer mal ein bisschen häuft sich aber so sehr, dass ich am Ende des Monats irgendwie immer das Gefühl habe, ich habe kein Geld mehr. Und jetzt habe ich mir mal aufgeschrieben, was sind meine Einnahmen und was sind meine fixen Kosten und welche Summe hätte ich eigentlich für variable Kosten. Und da habe ich so gedacht, oh, das ist ja vielleicht ein Scherz. Wann? Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals diese Summe oder in den letzten Jahren diese Summe mal gehabt hätte, um die auszugeben monatlich. Also es fühlt sich zumindest nicht so an. Muss aber auch dazu sagen, dass ich dachte, wir geben 400 Euro im Monat für Lebensmittel aus. Ich aber die letzten beiden Monate mir ganz genau angeguckt habe, also alles, was ich mit der Karte bezahlt habe, und das tue ich in der Regel, bei Lidl, Netto, Aldi, Co. habe ich mir zusammengerechnet und es waren irgendwie 650 Euro oder so. Und ich dachte, ach so, naja klar, wenn man da schon 250 Euro mehr ausgibt und dann wahrscheinlich auch noch hier ein bisschen und da ein bisschen, dann häuft sich das halt. Ich habe mir auch sehr viel bestellt in letzter Zeit. Auch Sachen für meinen Online-Shop, wo ich dann wirklich das Geld mir aber nicht von meinem Business-Konto irgendwie zurückgeholt habe, was ein bisschen dumm war. Also ich hänge da einfach nur ein bisschen hinterher. Ich müsste das mal machen. Aber das sind so Sachen, genau, die mich so ein bisschen wachgerüttelt haben und die gesagt haben, Alex, du musst jetzt mal wieder ein bisschen in die Bahn kommen, einfach weil ich ein paar Anschaffungen machen möchte. Zum Beispiel möchte ich, dass wir irgendwann mal ein neues Sofa haben. Unser Sofa da hinten ist das hässlichste Sofa auf der Welt, ungefähr. Da gibt bestimmt hässlichere, aber es ist halt so ein altes, dunkelbraunes Ledersofa, so ein Zweier und ein Dreier. Und es ist praktisch, es ist im Sommer auch schön kühl. Man kann sich schnell abwischen mit Kindern, super praktisch, aber es ist halt hässlich. Sag's euch, wie es ist. Es ist hässlich und ich hätte gerne ein neues Sofa irgendwann. Unser Fernseher ist 13 Jahre alt. Ne, 12, 11, Entschuldigung, 11 Jahre alt. Wartet, wann habe ich den gekauft? 2013. Er ist 11 Jahre alt. wir haben jetzt so ein Apple TV-Ding dazu gekauft, damit wir überhaupt einige Sachen noch machen können, weil wir das sonst nicht gekonnt hätten, weil er halt einfach so alt ist. Unser Kühlschrank fällt bald auseinander. Ich hätte gerne neue Terrassenmöbel. Lauter so Sachen. Und ich möchte gerne diese Sachen mir teilweise zusammensparen und möchte halt Geld dafür ja, beiseite packen. Und nicht irgendwie, keine Ahnung, einen Kredit für irgendwelche Sachen aufnehmen oder keine Ahnung was machen. Oder auf irgendwas verzichten möchte ich halt eigentlich auch nicht. Deswegen muss ich halt einfach hier und da mal gucken, wo gehen meine Gelder überhaupt hin? Wo ist überhaupt ein Puffer? Habe ich irgendwas falsch eingeschätzt? Denke ich zum Beispiel, ich gebe voll viel in der Drogerie aus und voll wenig für Lebensmittel und eigentlich ist es andersrum. Also im Verhältnis wird schon passen, aber wisst ihr, was ich meine? Ja, deswegen habe ich beschlossen, dass ich damit anfange. Und habe mir diesen Binder gekauft. Und ihr werdet in diesem Video ein bisschen Verwirrung sehen. Ich drehe dieses Intro, nachdem ich das eigentliche Video gedreht habe. Und deswegen entschuldige ich mich schon mal für eine gewisse Verwirrung und Planlosigkeit. Aber ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr bis zum Ende zuschaut und einfach schaut,
was ich so für Kategorien habe, was ich so für variable Kosten habe, wie ich das einsortiere, was ich mir dabei denke oder auch nicht. Genau, und wenn ihr mich da unterstützt. Ich war gestern auf so einem Geburtstag eingeladen und ich habe mich die ganze Zeit unterhalten und bin gefühlt, also meine Stimme ist manchmal ein bisschen weg. Genau. Ja, also wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr alle bis zum Ende zuschaut. Kommentiert auch gerne, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder. Alles gerne konstruktiv und freundlich, danke. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video und ja, Daumen nicht vergessen, ne? So, ich würde sagen, wir starten direkt durch und ich zeige euch mal, was ich hier alles so verteilt habe, was ich denke, was ich für den ersten Schritt brauche, wie mein Bein da aussieht und so weiter. Genau, wir starten erstmal so mit den Basics. Ich habe mir eine Schere bereitgelegt, einen Kuli und ein Lineal. Keine Ahnung, ob ich das so alles brauchen werde, aber nice to have. Genau. Dann ist es ja so, dass ich diesen Monat erstmal so ein bisschen vorsichtiger starte und erstmal ausprobiere. Deswegen habe ich mir für zwei Kategorien hier so Platzhalter fertig gemacht. Habe ich einfach in Canva erstellt, also einfach hier die Blumen reingemacht. Die Summe reingeschrieben und dann ausgedruckt. Die werde ich gleich ausschneiden und die kommen als Platzhalter in die beiden Kategorien rein, wo ich kein Bargeld abgehoben habe. Einfach, um für mich zu wissen, welche Summe hatte ich festgelegt und ich werde dann die Sachen aber mit Karte oder wie auch immer bezahlen und werde das am Ende des Monats dann verrechnen. Also, genau. Fand ich irgendwie eine ganz niedliche Idee. So, dann habe ich hier dieses Teil, das habe ich mit so kleinen Aufklebern von mir selbst beklebt. Wer hat der kann, ne? Das ist so ein, ich glaube, Palettenständer eigentlich, also für so Beauty-Paletten, ne? Für Schminkpaletten. Und da kann man aber super sein Geld drin aufheben oder schön einmal drapieren, damit jeder das schön sehen kann. Und das werden wir auch gleich machen. Ich habe jetzt nicht so viele spektakuläre Scheine, aber ich fand das trotzdem irgendwie ganz niedlich, deswegen habe ich das geholt. Habe ich übrigens neulich gekauft, nicht aus diesem Grunde, sondern ich glaube tatsächlich, weil ich meine Paletten da drin sortieren wollte, aber es hat mir dann noch nicht so gefallen und deswegen ja. Kann man das dafür benutzen. Der Freund hier hinten ist mein Portemonnaie. Ich finde es eigentlich super schön, aber es gibt langsam seinen Geist auf und ich glaube, auch mit dieser ganzen Cash-Stuffing-Sache muss ich mir vielleicht mal ein neues Portemonnaie zulegen. Dann haben wir hier einmal so ein Buch, das hatte ich noch und es war unbenutzt und da habe ich jetzt mal angefangen, so ein paar Sachen reinzuschreiben. Was will ich erreichen mit dem ganzen Sparthema? Das sieht ein bisschen sehr unordentlich aus, ich weiß. Einnahmen habe ich aufgeschrieben, meine Fixkosten, meine Variablen, also die Kategorien. Da können wir später nochmal in sauber drauf eingehen, denke ich. Dann habe ich hier schon mal aufgeschrieben, welche Lebensmittel ich, oder was für Kosten ich für Lebensmittel hatte bereits in diesem Monat. Drogerie, tanken, habe ich mir noch nicht hübsch gemacht. Geschenke, sonstiges. Restaurantbesuche und hier habe ich das Thema Waschmaschine und Spüler, da werde ich aber später nochmal drauf eingehen. Genau, und sonst ist hier noch nichts drin, da wollte ich mit euch gleich vielleicht nochmal meine variablen Kosten einmal ordentlich niederschreiben, dass ihr die einmal gesehen habt, was da für mich so zuzählt. Genau. Und dann kommt natürlich das Allerwichtigste, das hier ist mein Binder, den ich mir bestellt habe. Ich persönlich finde ihn wunderschön und ich finde, das passt auch sehr gut zusammen. Ich habe irgendwie so ein bisschen ja, so eine Liebe dafür. Der ist hier einfach magnetisch nur. Das ist ein ganz einfacher von Amazon. Kann ich euch gerne mal in die Infobox setzen. Ja, fand ich einfach total schön und zum Starten auf jeden Fall richtig gut. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal den Binder an und welche Kategorien ich da reingepackt habe. Ich hoffe, ihr könnt das alles gut sehen. Ich habe hier heute nicht so special Licht oder irgendwas aufgebaut. Ich hoffe, dass ihr das alles gut überblicken könnt. Also ich habe mir bei Etsy Vorlagen runtergeladen, also gekauft und runtergeladen. Für diese Blättchen hier kann ich euch auch gerne mal unten in die Infobox schreiben, was ich da genommen habe. Und habe die halt alle ausgedruckt, alle, die ich gerne wollte und habe sie zurechtgeschnitten auf ganz einfachem Papier. Das könnte ich beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen anders machen. Also das ist wirklich sehr dünn und so ein bisschen knitterig, sage ich mal. Aber fürs Erste reicht es auf jeden Fall. Ne? So, und dann habe ich hier die Kategorien. Einmal Lebensmittel. Dann haben wir hier Drogerie. Dann haben wir Tanken.
Restaurant, wobei Restaurant für mich halt einfach auswärts essen oder trinken oder wie auch immer bedeutet. Dann haben wir Geschenke, eine sehr große Kategorie, wie mir gerade schon wieder bewusst wurde. Freizeit für jegliche Unternehmungen. Dann haben wir Shoppen. Ich gehe tatsächlich gar nicht so regelmäßig shoppen wie andere Leute, glaube ich. Von daher wäre das eher was, wo ich monatlich was reinpacke und dann mal schaue, habe ich es wirklich gebraucht oder nicht und vielleicht einen Teil dann einfach spare. Genau, das sind so meine paar Kategorien. Also wirklich wenig, glaube ich. Aber wir starten ja auch erstmal. Und dann habe ich mir tatsächlich auch schon ein paar Challenges rausgesucht. Und ich glaube, wir müssen mal eben schauen, wie viele Kategorien waren das denn jetzt? 1, 2, 3, 5, 6, 7 Kategorien. Und ich habe, ich glaube, 7 Challenges. Nee, 6 Challenges. Ja, also, was soll ich sagen? Ich möchte gern sparen. Also, ich habe hier einmal die Bonbon-Glas-Challenge. Die war mit dabei bei diesem Set. Und da gab es verschiedene Sparsummen, die man hier erreichen kann. Ich habe mir jetzt die niedrigste für 50 Euro rausgesucht und ausgedruckt, weil man ja erstmal klein anfangen sollte. Dann habe ich hier die Wunscherfüller-Challenge. Mein Wunsch ist etwas von Sugar Shape. Und ich bin einfach zu geizig dafür. Und ich habe mir gedacht, jedes Herz hier bedeutet 8 Euro. Und wenn ich dann 80 Euro zusammen habe, dann bestelle ich mir was bei Sugar Shape. Das ist mein Plan für diese Kategorie. Dann, und ich weiß nicht, wie gut man das erkennen kann, das war so eine kostenlose Vorlage und ich musste so ein bisschen rumprobieren und das in ein Word-Dokument überführen und schnibbeli-schnapp und keine Ahnung. Das ist so eine Geldwäsche-Challenge. Tatsächlich, jedes Mal, wenn ihr die Waschmaschine anschmeißt, könnt ihr dann hier was reinschmeißen. Und ich habe hier 50 Cent für jede Waschmaschine einmal beschlossen. Das gleiche haben wir dann auch nochmal mit dem Geschirrspüler. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr das so gut erkennen könnt. Das sollen kleine Löffel sein. Und beim Geschirrspüler habe ich aber nur 20 Cent gemacht. Also für jedes Mal Geschirrspüler an, weil der ist wirklich jeden Tag bei uns an. Und wenn die Kinder da sind, auch manchmal zweimal. Deswegen, ja, habe ich nur 20 Cent gemacht. Sonst bin ich ja pleite. Beziehungsweise so viel kann ich gar nicht sparen, denke ich. Dann habe ich hier noch einmal die Fun Challenge. Ich sehe gerade, dass ich die super unordentlich hier reingepackt habe. Das muss ich nochmal ordentlich machen. Genau. Da schreibt man einfach rein, wie viel Pfand man jeweils hatte. Ich weiß noch nicht, ob mir das wirklich so gut gefällt, weil es einfach super viele Pfandflaschen sind. Ich glaube, da werde ich mir vielleicht auch was selber designen einfach. Bei Canva geht das ja alles sehr, sehr gut, dass man nur so, ich weiß nicht, 10 Pfandflaschen hat und nicht, ich weiß nicht, wie viele sind denn das? Oh, 1000 gefühlt. Genau, und dann habe ich hier einmal den Geldspar-Rundweg mir ausgedruckt. Fand ich auch super interessant, dafür brauchen wir noch eine Büroklammer. Und einen Würfel und dann kann man halt hier einmal im Kreis laufen und kann einmal schauen, wo man landet und dementsprechend zum Beispiel hier 5 Euro, nee 3 Euro sind das, 3 Euro sparen oder hier, ich kann das gar nicht lesen, 4 Euro, ich habe meine Brille nicht mehr auf, genau, also das ist mein Wein da, super unspektakulär, hier ist auch noch nichts anderes drin, keine Karten oder kein irgendwas und ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an und sortieren erstmal das Geld. Das wäre vielleicht das Beste. Ich habe tatsächlich nur 3 verschiedene Scheinsorten. 50er, 20er und 10er. Und ich habe insgesamt 250 Euro nur abgehoben. Das hat den Grund, dass wir irgendwie so mitten im Monat oder mitten in meinem... Ja, doch, für mich ist das mitten im Monat. Es ist zwar eigentlich erst Anfang des Monats, aber ich kriege mein Geld relativ früh. Von daher ist jetzt schon irgendwie so... mitten im Monat. Und dann fand ich das irgendwie ein bisschen blöd und diesen Monat sind auch diverse Zahlungen angefallen, die so nicht so richtig geplant waren. Deswegen, ja, habe ich beschlossen, ich fange erstmal damit an. Und ich würde sagen, wir sortieren uns erstmal die Scheine zurecht. Das mache ich tatsächlich auch schon immer so, auch ohne das Cash-Stuffing. Ich bin ein großer Fan davon, dass Scheine immer sortiert sind. Habe aber auch selten Bargeld, muss ich sagen. Genau, also hier würde ja der 5er reinkommen, also mache ich hier den 10er rein. Dann mache ich mal ein bisschen entfernter hier den 20er. Könnt ihr das sehen überhaupt? Und hier hinten mache ich den 50er rein. Sieht schon mal ganz nett aus, finde ich. Ein bisschen sortiert halt. Genau, das stellen wir uns hier hinten mal hin. Und dann würde ich sagen, schneide ich mal eben die beiden Scheine hier aus.
So, das haben wir auch. Und dann können wir auch schon starten. Wie machen wir das am schlausten? Ich glaube, ich schreibe erstmal euch die Kategorien nochmal auf. Ich glaube, so sollten wir starten. Also dieses Video ist noch sehr unorganisiert und es tut mir ein bisschen leid. Aber es ist ja auch der Anfang und beim nächsten Mal wird es dann alles schon ein bisschen organisierter laufen, denke ich. Ich werde mir auf jeden Fall auch noch so ein schönes Buch zulegen, wo ich mir ordentlich meine ganzen Variablenkosten und was ist geplant, was bleibt über und so weiter aufschreibe. Habe dabei vielen Leuten hier auf YouTube schon tolle Inspirationen gesammelt und ja, werde das dann auf jeden Fall auch gerne umsetzen. Ich nehme jetzt mal eine freie Seite und werde einfach, fange einfach direkt hier an. Wie gesagt, hier ist das Thema Waschmaschine und Spüler. Da kann ich tatsächlich jetzt noch einen Strich bei Waschmaschine machen. Ich habe sie nämlich gerade an. Und ich mache mir einfach Striche und wenn es dann soweit ist, dass ich was sparen möchte, dann weiß ich wenigstens, wie viel ich wann gewaschen habe. Ich glaube, sonst komme ich völlig durcheinander, weil ich auch relativ häufig wasche und wie gesagt den Spüler anhabe. Und ja, also, was haben wir an variablen Kosten? Das möchte ich einmal mit euch notieren. Variable Kosten. Ich habe nicht die aller hübscheste Handschrift auf diesem Planeten. Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem gut lesen. Ich versuche euch mal ein bisschen ran zu zoomen. So. Ich muss dazu sagen, mein Mann und ich, wir leben ja hier gemeinsam im Haus und bei zum Beispiel den Fixkosten ist bei uns ein Betrag dabei, den wir aufs gemeinsame Hauskonto packen. Da zählen auch so Sachen zu wie Strom, Gas, Netflix, Telefon, Internet, Müllabfuhr, keine Ahnung, so eine ganzen Sachen, alles Mögliche. Also diese ganzen Kosten habe ich hier nicht nochmal bei den variablen Kosten. Ich habe bei variablen Kosten tatsächlich, wenn ich das Buch hier so liegen habe, dann kann ich nicht so schön schreiben, aber ich glaube, so könnt ihr das am besten sehen. Wir haben einmal die Lebensmittel. Da kriege ich jeden Monat einen bestimmten Beitrag von oder einen bestimmten Betrag von meinem Mann überwiesen, sodass wir uns die Lebensmittel teilen. Momentan ist es so, dass ich mit 400 Euro an die Sache rangehe. Ich habe aber den Überblick so ein bisschen verloren die letzten Monate und habe die letzten zwei oder drei, glaube ich, über 600 Euro ausgegeben. Tatsächlich. Also von daher muss ich da noch mal ein bisschen haushalten oder mir noch mal darüber im Klaren werden, wie ich das Thema Lebensmitteleinkäufe ein bisschen strukturierter angehen kann. Genau, also wir haben die Kategorie Lebensmittel. Dann haben wir die Kategorie Drogerie. Ich habe einen kleinen Sohn und alleine für den braucht man immer mal was aus der Drogerie, also in Sachen Feuchttücher und sowas alles. Windeln bezahlt meine Mama in der Regel, das müssen wir also da nicht kaufen. Und ich kaufe auch nicht übermäßig viel Beauty oder irgendwas. Aber ja, da zählt ja alles Mögliche zu. Ne? Von daher, das ist ein wichtiger Punkt. Dann habe ich den Punkt Tanken. Und den habe ich in der Vergangenheit gar nicht so fix betrachtet, weil ich dachte, ja, ich tanke mal hier, mal da, mal tankt mein Mann. Aber den werde ich jetzt auch hier, ich sag mal, fix bei den variablen Kosten mit aufnehmen, weil man das ja schon einplanen sollte. Dann muss ich mal eben schauen, was ich überhaupt als nächstes habe. Genau, ich habe noch Shopping mir aufgeschrieben. Habt ihr ja auch in meinem Beinahe schon gesehen. Einfach, damit man, wenn man dann doch was ausgeben will, dass man das halt von dem Budget nimmt und so ein bisschen schaut, dass man da so ein bisschen im Rahmen bleibt. Shopping. Und dann hatten wir den Punkt Restaurant. Für Auswärtsessen oder ja, Mittagspausen auch, für die man Auswärtsgeld bezahlt. Also bei uns ist es so, dass wir auch eine Kantine bei uns in der Firma haben und da bestelle ich mir halt auch immer mal was und das wird direkt vom Gehalt abgebucht. Und da ich beim Gehalt eine glatte Summe mir selber quasi in meiner Rechnung angegeben habe, die tatsächliche Summe aber ja sowieso jeden Monat schwankt, einfach durch die Tatsache, dass der Monat mal 30 mal 31 Tage hat, dass ich auch mal wegen Kind krank Abzüge habe oder ne,
lauter so Speränzchen. Deswegen ist das völlig egal mit dem Essen. Also das, was ich in der Kantine esse, das werde ich hier nicht irgendwie brechen oder sowas. Genau. Dann hatten wir, glaube ich, noch Freizeit. Für, ich gehe mal ins Kino oder man geht mal auf eine Kirmes oder keine Ahnung. Was ist Freizeit, wenn man ein Kind hat? Ich weiß es nicht. Der Eintritt in die Spielscheune? Keine Ahnung. Genau, dann haben wir als letzten Punkt noch Geschenke. Ich weiß nicht zum jetzigen Zeitpunkt, ob ich was vergessen habe, ob es irgendeine Position gibt, die ich auch auf jeden Fall mit einplanen sollte. Aber das sind so meine variablen Positionen. Ich kann im Vergleich dazu euch auch noch mal kurz meine fixen Kosten aufschreiben. Die habe ich, ich habe einmal das Hauskonto, so nenne ich das immer, wo ich monatlich was drauf überweise. Dann habe ich mein Handy als fixen Kostenpunkt angeplant, obwohl ich eine Prepaid-Karte habe, aber ich wird ja trotzdem jeden Monat aufgeladen. Dann haben wir Versicherung, also nur meine zusätzliche private, also eine Zusatzversicherung. Dann muss ich kurz überlegen. Dann haben wir Sparbuch 1 und 2. Ich habe nämlich zwei Sparbücher. Einmal ein Urlaubssparbuch und einmal ein noch anderes Sparbuch. Da muss ich mal schauen, was ich daraus mache. Da will ich nämlich auch was umstrukturieren. Aber das sind so meine fixen Kosten, würde ich sagen. Ich gucke nochmal hier vorne. Ja, okay. Ja, alles klar. Wir haben hier vielleicht noch... dass der Sportverein meines Sohnes. Da muss ich aber zusagen, ich bekomme von meinem Mann den Betrag jeden Monat überwiesen, weil seine Mama den nämlich bezahlt. Ich habe auch noch, ja, wenn wir es ganz genau nehmen, haben wir auch noch Essen, Kita. Aber diesen Betrag bekomme ich von meinem Bruder. Der hat so eine Regelung mit meiner Mama, dass er zu Hause kein Geld abgeben muss, also so Kost- und Logiemäßig, weil er da noch wohnt. Er ist in der Ausbildung, sondern er bezahlt halt das Essensgeld für meinen Sohn, weil er halt auch der Patenonkel ist und deswegen, ja, ist das ein durchlaufender Posten. Deswegen sind dies beides so Sachen, die ich gerne vergesse. Aber egal, wir kommen jetzt mal wieder zu den variablen Kosten. Was habe ich eingeplant an variablen Kosten? Ich habe für Lebensmittel 400 Euro eingeplant. Ich bin sehr gespannt, ob das auch so aufgehen wird oder ob ich das schon nächsten Monat wieder ändern möchte. Und dann muss ich mal eben schauen, was ich mir hier vorne aufgeschrieben hatte. Genau, ich habe Drogerie, 50 Euro. Sicherheitshalber, ich weiß nicht, ob ich wirklich so viel brauche. Weil, wie gesagt, Windeln von meiner Mama bezahlt werden. Aber wenn wir jetzt auch wirklich nur in der Drogerie sowas wie Toilettenpapier, Zebertücher, Deo, was weiß ich, diese ganzen Sachen wirklich nur in der Drogerie kaufen, dann kann es halt schon in dem einen Monat sein, dass ich da mal diese Summe ausgebe. Und wenn man sich dann noch vielleicht doch noch ein Parfüm oder irgendwas gönnen will. Also ich würde das erstmal so lassen. Dann habe ich 100 Euro bei Tanken aufgeschrieben. Ich habe in einigen solcher Videos gesehen, dass die Leute 300, 400 Euro da aufschreiben. Das sind bestimmt Leute, die irgendwie pendeln oder eine weite Strecke haben und habe gedacht, oh Gott, Gott sei Dank habe ich so einen Kostenpunkt nicht. Ich habe 100 Euro nur aufgeschrieben in der Höhe, weil ich einen Bus fahre, also so einen Bulli. Und weil, ne, wenn man den voll tankt, kommt man auch gerne mal, je nach Preis, auch gerne mal über 100 Euro. Ob ich den jetzt wirklich jeden Monat komplett voll tanken muss, das ist natürlich auch komplett variabel. Je nachdem, wie oft ich in der Firma war, wie oft wir irgendwo noch andere Ausflüge gemacht haben oder. Also ich glaube aber 100 Euro ist ein guter Punkt und es ist für mich entspannt zu wissen, es gibt diese Summe. Und ja, das Tanken kommt nicht so aus dem Nichts. So, oh nein, jetzt auch noch so eine große Summe wieder fürs Tanken verwenden. Genau. Dann habe ich 30 Euro bei Shopping reingepackt. In der Regel kaufe ich Sachen für meinen Sohn. Und wenn ich mal wirklich shoppen gehe nach Berlin oder so, das Geld, das spare ich nochmal immer extra mir an. Aber ja, das ist vielleicht ganz nett, wenn man so eine Summe pro Monat sich einkalkuliert. Dann haben wir Restaurant. Ich weiß gar nicht, ob ich da auch 50 gemacht habe. Ich muss mal eben nachschauen. Genau, 50, 220, genau. Hier haben wir 50 Euro. Das geht ja relativ schnell. Also ich muss nur mal einmal einladen hier in meiner Familie und dann ist das ja schon weg. Aber meistens lädt mein Mann ein und ja, deswegen klappt das eigentlich mal
Ganz gut, würde ich sagen. Aber wie gesagt, das sind erstmal alles auch nur geschätzte Summen. Dann haben wir Freizeit. Da habe ich tatsächlich nur 20 Euro erstmal eingeplant für diesen Monat. Wie gesagt, kann sich alles noch ändern. Aber diesen Monat haben wir gar keine Zeit, um so richtige Freizeit zu machen. Und deswegen, ja, nur 20 Euro. Und bei Geschenke habe ich tatsächlich für diesen Monat 200 Euro eingeplant und hoffe, dass ich damit einigermaßen klarkomme, weil diesen Monat meine Mama Geburtstag hat und es ist ein großer, runder Geburtstag. Und für die Arbeit habe ich schon, glaube ich, zwei, dreimal jetzt was dazugegeben und ich bin morgen auch für den Geburtstag eingeladen. Also es sind diverse Sachen und auch größere Punkte. Deswegen habe ich für diesen Monat 200 Euro eingeplant. Ich glaube, in einem normalen Monat würde ich wahrscheinlich so 60 Euro vielleicht einplanen. Wir geben in der Familie untereinander in der Regel 20, wenn drei Leute Geburtstag haben jetzt. Und ich das immer alleine bezahlen würde, wären es halt 60 Euro. Aber manchmal ist das halt auch, dass Mirko die bezahlt. Also wir teilen uns das immer so ein bisschen auf. Er bezahlt für seine Familie, ich für meine Familie. Oder wenn er was besorgt, bezahlt er das. Wenn ich was besorge, bezahle ich das. Also ja, so, das ist das, genau. Fixe Kosten sind jetzt erstmal uninteressant, denke ich. Das können wir beim nächsten Mal alles nochmal ordentlich und schön machen. Aber das sind so die Posten. Und ihr seht auch schon hier Lebensmittel 400 Euro. Das ist meine Position hier mit dem Platzhalter. Und hier unten die Position Geschenke. Das ist dieser Platzhalter. Einfach, weil ich schon einiges davon besorgt habe. Weil ich einiges gerne überweisen würde an jemanden, der da für mich was ausgelegt hat, geschenktechnisch. Und es halt nicht im Bargeld ihm geben möchte. Und deswegen ja, habe ich diese Platzhalter. So, das packen wir hier mal beiseite. So ein bisschen. Holen uns das Geld. Wenn man hier hin, ich weiß noch nicht, wie ich das hier schön herrichte, dass ihr das alles sehen könnt. Ich glaube, wenn ich den Zoom rausnehme, dann geht das. So. Und dann packen wir das Ganze natürlich in unseren Binder. Ich hoffe, dass noch einige Leute an diesem Punkt beim Video dabei sind und noch nicht abgeschaltet haben. Ich sehe gerade, dass das Video schon voll lange geht und ich glaube, dass das auf diese Art ein bisschen uninteressant für euch war. Hoffentlich aber nicht. Ich muss mich erstmal da reinfinden. Genau, also wir haben hier die Kategorie Lebensmittel. Da, ich habe übrigens die hier immer so rein sortiert, ne? Also einmal hier diesen Schieber auf der Seite, einmal auf der Seite, damit es nicht so dick wird. Genau, Lebensmittel haben wir hier die 400 Euro. Und ich hoffe, ich habe das in der richtigen Größe ausgeschnitten, dass das hier auch gut reinpasst. Ja. Könnte besser, aber das geht. Genau, und dann würde ich in dem Zuge auch gleich hinten bei Geschenke würde ich auch schon die 200 Euro als Platzhalter reinpacken. Genau. So, das haben wir auch erledigt. Dann haben wir als nächstes die Kategorie Drogerie. Da kommen rein, was haben wir gesagt? 50 Euro. Also nehmen wir uns hier einen Zwanni und vielleicht noch einen Zwanni und einen Zehner. Und das kommt hier bei der Drogerie rein. Dann haben wir Tanken, da sind die beiden großen. Das sind die beiden großen Scheine. Ja, genau. Es ist ja so, da sind die beiden großen Scheine drin. Einmal 100 Euro beim Tanken. Ich weiß auch nicht, ob das mit der Stückelung jetzt so perfekt war. Ich habe das erste Mal in meinem Leben Geld abgehoben mit einer Stückelung, die ich vorgegeben habe. Wusste gar nicht, dass es geht, ehrlich gesagt. Und fand es total cool. Habe mich richtig darüber gefreut. Schon allein das hat mir richtig Spaß gemacht. Ja. So, dann haben wir Restaurant. Da haben wir ja auch 50 Euro. Da würde ich einen 20er und drei Zehner nehmen, weil Restaurant ja auch mal Kleinigkeiten sind, die man außerhalb isst. Und dann ist es vielleicht auch ganz nett, wenn man kleine Scheine hat. Geschenke, genau, hatten wir ja schon. Dann haben wir noch Freizeit, da sind auch 20 Euro. Wie machen wir das am schlausten? Genau, wir machen, glaube ich, Freizeit zwei 10-Euro-Scheine. Einfach weil vielleicht Freizeit auch heißen kann, ich gehe für 4 Euro Billard spielen. Und dann, ja, auch da ist ein kleiner Schein schöner. Und bei Shoppen packen wir dann noch die 30 Euro rein, die wir noch über haben. Und jetzt bin ich irritiert, warum habe ich noch 10 Euro mehr? Habe ich mich verzählt? Oh mein Gott, es geht schon gut los. Also hier kommen 30 Euro bei Shoppen rein. Ah, Restaurant? Nee, warte mal. Freizeit habe ich 20 reingepackt. Leute, Leute, Geschenke war nichts.
Restaurant. Was habe ich denn im Restaurant reingepackt? Ach, guck mal, da habe ich nur 40 reingepackt. Bei Restaurant kommen noch 50 rein. So, jetzt haben wir es aber. Genau, das Geld ist verstafft, verteilt. Und ja, dann kann es losgehen, würde ich sagen. Ich bin super, super gespannt, wie das laufen wird. Ich würde sagen, ich mache das hiermit erstmal jetzt bis zum Ende des Monats weiter und schaue mal, wie ich klarkomme. Und wir sehen uns dann am Ende des Monats wieder, wenn ich mein Gehalt bekomme und das Geld halt da ist und ich das alles verteilen kann. Und dann werden wir spätestens dann auch einen ordentlichen Budgetplaner haben. Vielleicht werde ich nochmal ein extra Video dazu machen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und würde mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal.